Die Amateure des FC Bayern München sind in der Jägerposition. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt zwar 7 Punkte, doch die Bayern wollen möglichst den direkten Wiederaufstieg schaffen. Vor ihnen steht nur noch die Spielvereinigung Bayreuth. Dass die Bayreuther konstant sind und eine starke Mannschaft sind, ist kein Geheimnis. Aber man weiß nie, was im Fußball passiert. Es kann sein, dass die 2-3 Mal patzen. Aber wie gesagt, wir müssen hauptsächlich auf uns schauen. Und wir haben trotzdem noch das deutliche Ziel, natürlich erster Platz zu werden und dann somit aufzusteigen. Schützenhilfe hätte die Spielvereinigung Unterhaching geben können. Doch die Hachinger unterlagen beim Tabellenführer Bayreuth mit 1:2. So begann die Punktspielzeit nach der Winterpause mit einem Dämpfer. Man hat gesehen, beide Mannschaften waren hochmotiviert. Erster Spieltag in der Rückrunde hat auch richtig Spaß gemacht. Leider mit einem schlechteren Ende für uns. Ersten zwei Gegentore haben wir einfach zu früh bekommen. Zweite Halbzeit haben wir mit dem Wind gespielt und haben gesehen, wie schwer sich Bayreuth getan hat, noch mal rauszukommen. Die FC Bayern Amateure bestritten vor 12 Wochen ihre bisher letzte Ligabegegnung. Am 26. Spieltag geht es beim FC Pippinsried weiter. Kommt von außen, dass wir gesagt wird, dass wir der Favorit sind natürlich, aber jedes Spiel ist anders. Jedes Spiel kann man von Anfang an nicht sagen, wer gewinnt oder wer vom Sieger dann als vom Platz geht. Aber ich glaube, wir müssen einfach wie ins jedes Spiel reingehen und das Spiel einfach als neue Herausforderung sehen und jeder muss 100% geben, nur dann können wir das Spiel gewinnen, egal ob wir der Außenseiter sind oder ob wir der Favorit sind. Noch ist Zeit genug zum Aufholen für Unterhaching und den FC Bayern 2. Es sind noch 14 Spieltage in der Regionalliga Bayern.